Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal wieder ein aufgebraucht Video für euch. Und ja, bevor ihr euch das Video anschaut, abonniert doch gerne unseren Kanal, lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, bei uns ist wieder die letzten Wochen einiges aufgebraucht worden. Das hier nämlich. Und ich wollte die Produkte mit euch gerne einmal durchgehen. Das ist immer so ein bisschen wie ein Empfehlungs- oder Nicht-Empfehlungsvideo. Sowas in der Art. Finde ich persönlich immer sehr hilfreich. Ich konnte da auch schon einigen hier aus der Community das ein oder andere Produkt näher bringen. Und die haben es sogar als Lieblingsprodukt jetzt durch mich kennengelernt. Ja, das freut mich immer sehr. Und mich freut auch, wenn dann man so merkt, dass so der ein oder andere Geschmack dann auch gleich ist oder halt auch nicht. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Produkte, die ich doof finde, gut findet oder umgekehrt. Ich hatte mal diesen super Tipp auch mit dem Deo. Ich gucke gerade, ob ich es drin habe, aber ich glaube, ich habe es nicht mehr drin. Dieses Rexona Deo, was ich immer genommen habe, diesen Cremestick, das dreht man so und dann, das ist ein super Deo, hält, was es verspricht, auf jeden Fall. Ich habe Probleme mit Transpiration und habe schon etliche Deos ausprobiert und das war wirklich mega. Aber ja, da ich wurde darauf hingewiesen, dass die Inhaltsstoffe doch sehr schädlich sind, daraufhin habe ich dann ein neues Lieblingsdeo entdeckt, nämlich Wild. Das kennt ihr vielleicht der ein oder andere von Influencern. Das genauso gut ist und für mich ja, hat es den gleichen Effekt. Hat keine schädlichen Inhaltsstoffe, ist auch noch umweltschonend durch die Aluminiumverpackung, also die man immer wieder nachfüllt. Also ja, finde ich ein mega Ersatzprodukt. Zumal der Preis der gleiche ist, also das Rexona Deo kostet 5,95 und Wild, diese Nachfülldinger zum Reinschieben kosten auch 5,95 und da hat man noch mehr Geruchsauswahl, also hier nochmal eine klare Empfehlung fürs Wild Deo. Da hatte ich allerdings auch mal einen Kommentar, dass das irgendwie bröselig unter den Achseln ist. Dafür einfach ein bisschen feucht machen oder die Achseln feucht. Nach dem Duschen ist ja sowieso nicht alles so ganz trocken. Wenn man es auf die feuchte Haut aufträgt, dann bröselt es überhaupt nicht. Und wie gesagt, ansonsten kann man auch das Deo leicht anfeuchten, wenn man da Probleme mit hat. Ja, so viel zum Deo, was ich gar nicht dabei habe, aber macht ja nichts. Fange ich mal an mit dem Meister Proper Bodenreiniger oder Allzweckreiniger, ich weiß es gar nicht. Für den Boden habe ich es auf jeden Fall genommen. Ist ein Bodenreiniger. Vom Geruch hat es mich nicht, wie sagt man, gecatcht. Also der Geruch ist nicht so extrem. Schade, weil gerade beim Bodenreiniger finde ich, da jeder Bodenreiniger eigentlich das sauber macht, was er muss. Also ich habe da noch nie irgendwie einen dreckigen Boden nach dem Wischen gehabt, egal mit welchem Reiniger. Finde ich, ist da immer wichtig, wie es danach riecht. Ich liebe es, wenn es frisch geputzt riecht und habe ich jetzt da nicht so den Effekt gehabt. Obwohl der stark riecht, wenn man dran riecht, aber es war jetzt so in der Wohnung nicht der Fall. Dann habe ich die Lenore Wäscheparfümperlen, die ich ja super gerne mit in die Wäsche mache, so ein bisschen. Ich mache da nie so viel rein, wie die hier sagen. Irgendwie soll man das ganze Käppchen vorher machen. Das mache ich nie. Ich mache da immer einfach nur ein bisschen mit rein, damit es schön riecht, weil wir ja keinen Weichspüler benutzen, der ja eigentlich für Duft auch sorgt. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und da kann ich auch empfehlen, da gibt es immer mal wieder Angebote. In der DM-App hatte ich schon 50% Rabatt sogar. 20% gibt es richtig oft. Bei Rossmann gab es auch schon Rabatte. Und dann gibt es ja noch immer diesen 10% auf alles Coupon. Die hatten auch jetzt gerade, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, ich habe es schon genutzt, gratis testen. Dann ist hier so eine Schlaufe drauf, gratis testen. Da kann man dann auch mit Geld zurück mit dem Kassenbon, glaube ich, einscannen. Ich weiß es nicht genau. Manchmal ist mit Kassenbon, manchmal mit Foto. Und dann bekommt man sein Geld zurück. Super Sache. Gibt es übrigens für sämtliche Produkte. Hatte ich ja auch schon mal letztens irgendwann diesen Ariel-Tipp. Das gilt übrigens auch noch bei Ariel. Ihr könnt ein Gel, ein Pulverwaschmittel und diese Patz-Cups, keine Ahnung, wie die heißen, diese Kissen, gratis testen. Alles drei auf einem Kassenbon. Einscannen, einreichen und dann bekommt ihr das Geld für alle drei Produkte zurück. Nochmal so als Tipp, da es immer noch gültig ist. Farb- und Schmutzfangtücher von Denkmit, die kommen auch immer mit in die Wäsche, 1 bis 2. Die fangen echt super viel Farbe zumindest auf. Manchmal sind die auch echt, sehen die auch echt dreckig aus. Also
Schmutz geht wohl auch mit ab. Die kann ich echt super empfehlen. Ich wasche eigentlich ganz selten mal nur eine weiße Wäsche. Eigentlich immer alles gemischt. Haben echt selten was verfärbt. Wenn, dann ist irgendwas Neues mit drin gewesen, was total ausgelaufen ist. Aber eigentlich nicht. Ja, meine liebste leichte Tagescreme würde ich nicht sagen, sondern eher, wenn ich mal keinen Bock auf Make-up habe, mein liebstes Produkt für ein bisschen Bräune und ein bisschen gleichmäßigen Teint. Was heißt ein bisschen? Ich finde, es heißt Teint Perfektion, Magic Teint Creme. Ist es auch. Also die hält wirklich, was sie verspricht. Die ist von Balea, ist auch nicht teuer, aber auch nicht so ganz günstig. Ich glaube 4 Euro oder so. Soft Make-up Effekt. Ich finde, die hat echt einen Soft Make-up Effekt und macht richtig schönes, ebenes Hautbild. Also die kann ich sehr empfehlen, wer keinen Bock hat, sich mit Make-up zuzuklatschen. Manche Make-ups sind ja wirklich auch dick und nervig. Die benutze ich total gerne als Ersatz, wenn ich da mal keinen Bock drauf habe. Also ich persönlich benutze selten Make-up. Meistens habe ich da keinen Nerv. Hier zum Beispiel haben wir von Ariel diese... Hätte ich das gewusst, dass es drin ist, hätte ich mich gerade nicht so abgekrampft. Diese Kissen, Pots heißen die, so. Ich komme durcheinander wegen der Air Up, da heißen die auch Pots, wegen den AirPods und keine Ahnung, was es alles gibt. Hier steht es auch drauf, gratis testen. Ich wurde darauf hingewiesen, das muss nicht draufstehen. Also die immer diese kleinen Packungen, nicht dieses riesen Monsterpack, die kriegt man nicht ersetzt, sondern immer nur diese kleinen, die man halt auch zum Testen kaufen würde. Die Kissen fand ich auch echt super. Also die waren richtig gut. Ich hatte mal welche, die haben sich immer nicht aufgelöst und in der Trommel vorne, in dem Fenster vorne so unten so dran gehängt und so. Und dann war alles blau. Also irgendwie waren die irgendwie doof. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche Sorte es war. Die waren jetzt auf jeden Fall super. Ich hatte mal Trocknertücher geholt. Die sollten auch Duft bringen. Die kann ich absolut überhaupt gar nicht empfehlen. Die sind total sinnlos. Für extra weiche Wäsche, hatte ich jetzt dadurch auch nicht. Also die haben nichts gebracht und die kann man sich echt sparen. Ich hatte auch zwei verschiedene Packungen. Die waren beide nichts. Ist auch schon ewig her, dass ich die geholt habe. Die waren jetzt die ganze Zeit noch im Schrank mit der Restbestückung, weil ich die einfach auch nicht mehr benutzt habe. Habe sie jetzt aber einfach mit reingeschmissen, damit sie nicht unnütz gekauft wurden. Aber ja, war trotzdem unnütz. Ja, Spülmaschinentabs benutzen wir diese hier. Da habt ihr mich drauf gebracht. Ich habe ja immer die teuren Finish gekauft oder Somat. Fand die auch wirklich sehr gut. Aber die sind tatsächlich auch sehr gut von Denkmit und viel günstiger. Sind aber hier diese Multipower 12, denn es gibt verschiedene. Ich glaube, das sind die teuersten, teuerste Version noch von der Eigenmarke. Und die finde ich aber wirklich sehr gut. Da werdet ihr mir wahrscheinlich jetzt in den Kommentaren aber auch schreiben, dass ihr die auch alle benutzt oder die Eigenmarke von Lidl, Aldi, keine Ahnung. Meine BB-Feuchttücher oder Abschminktücher, Reinigungstücher kann ich leider nicht mehr empfehlen. Habe sie sehr lange empfohlen, weil die wirklich super waren. Ich habe immer so Brennen an den Augen, wenn ich Tücher benutze, hatte ich damit nicht. Die haben aber irgendwie die Rezeptur geändert und leider habe ich damit jetzt auch wieder brennende Augen und kann die nicht mehr empfehlen. Neue Formel steht drauf, leider keine gute neue Formel. Ach, und mein Deo ist auch hier. Genau, das ist das alte Deo, was ich meinte. Es gibt ja diese App Codecheck. Wenn man das da eingibt, dann ist es auch nur rot, also wird da nicht empfohlen. Ja, wir benutzen ja immer die Odolmed 3 Originalzahncreme. Die kann ich auch weiterhin super empfehlen. Für mich die beste Zahnpasta. Wir hatten aus Versehen mal diese hier. Da habe ich mich vergriffen oder die war falsch eingeräumt oder so. Die war leider nichts. Obwohl sie auch von Odolmed 3 ist, aber vom Geschmack, vom Geruch, vom Gefühl irgendwie nicht so toll. Die WC-Blauspüler hier, die nehme ich am liebsten für die Toilette. Die sind auch relativ günstig und Toilette riecht nicht. Richtig sauber macht die Toilette natürlich nicht. Toilette putzen muss man natürlich trotzdem. Ist halt hauptsächlich für den Geruch gedacht. Dann hatten wir hier diese Cremedusche von Balea. Wie immer kann ich die einfachen Balea-Duschen auch total empfehlen. Da gibt es halt für jeden Geschmack etwas. Das war hier mit Vanille, das war auch sehr lecker. Roch sehr lecker. Ich habe es nicht getrunken. Da hat DM ja immer regelmäßig so neue Limited Editions.
irgendwie auch der Jahreszeit angepasst. Jetzt um Ostern rum gab es richtig süße mit Küken und Häschen. Total niedlich. Und auch in der Kinderabteilung gibt es die und auch immer total schöne. Micellenreinigungswasser von Garnier, das benutze ich am liebsten. Das ist ein Zwei-Phasen-Reinigungswasser, sieht man jetzt nicht mehr. Das muss man schütteln. Es gibt auch welche, die sind einphasig, die finde ich nicht so gut. Ich habe jetzt auch gerade eins, ich weiß es nicht genau, ich glaube von Nivea. Das finde ich auch nicht so gut. Also das ist tatsächlich eher das Beste. Das benutze ich ganz gerne, dann nochmal die Augen abzureinigen. Gerade auch nach dem Duschen oder so habe ich trotzdem immer noch ein bisschen Wimperntusche oder Kajal am Auge. Und damit mache ich nochmal extra sauber. Oder auch morgens mache ich da einfach gerne nochmal mein Gesicht mit sauber. Von Schebens hatte ich hier ein Relaxing Skin Booster Serum. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem auch die Verpackung fand ich cool, dass man das hier so rausmachen kann. Kann man eigentlich auch wiederverwenden. Dass man da was reingefüllt bekommt, ist eher schlecht. Ich bin ja immer gerne für gute Verpackungen, die man dann auch wiederverwenden kann, was anderes reinfüllen. Muss ich mal gucken, ob das da klappt. Ja, mein Shampoo, nee, das ist meine Spülung. Meine Spülung, die ich immer benutze. Silky und Glowing von Pantene Pro-V kann ich auch sehr empfehlen. Ich benutze gerade eine andere Shampoo und Spülung. Mal zum Wechsel bin ich aber nicht so begeistert von. Da hat mich der Geruch so angeturnt, deswegen habe ich es geholt, aber finde ich jetzt nicht so gut. Oder zumindest nicht besser als meins. Die Kinder, die benutzen hier von Elmex Junior Zahncreme am liebsten. Eine Zeit lang hatten sie eine andere. Erst hatten wir mit Elmex angefangen, dann hatten die auch die Textur geändert, dann hatten wir eine Zeit lang eine andere und jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt wollen die Kinder wieder nur noch Elmex, da bin ich auch fein mit. Aber da kann ich auch nur sagen, egal welche Zahncreme, Hauptsache die putzen sich die Zähne selber und gerne von selbst und nicht mit Gezeter. Also da bin ich offen, da können die benutzen, was sie möchten, Hauptsache sie benutzen es gerne. Ja, meine Mutter hatte hier von Langhaar-Mädchen Shampoo so eine kleine Miniatur geholt. Fand man nicht so toll. Also nichts Besonderes. Ich finde immer lustig, auf so vielen Shampoos steht immer drauf, ohne Haare ziepen und so. Die Rosalind hat ja sehr dicke, sehr lange Haare und bei der zieht alles. Also da haben wir bis jetzt noch nichts gefunden, was nicht zieht. Ich hatte hier, ich glaube, im Glossybox Adventskalender so eine Nachtcreme von Avant. Auvent, keine Ahnung. Die war wirklich mega. Also die kann ich sehr empfehlen. Ist mir allerdings zu teuer. In normal. Dadurch, dass die in einem Kalender war, war es okay. Aber ja, die ist leer. Patricks Lieblingsprodukte, die er auch sehr weiterempfehlen kann. Duschgel und dieses Deo. Aber genau auch nur diese beiden Sorten. Nagellackentferner. Von Ebelin DM gibt es auch immer wieder unterschiedliche Düfte. Finde ich auch ganz cool. Dann hat man mal wieder was anderes. Gibt es ja auch mit Kokos. Fa-Duschgel. Die Duschgele von Fa finde ich allgemein sehr gut. Da gibt es, glaube ich, auch eins, so ein öliges, was so richtig schön weich auf der Haut ist. Also die haben echt schöne. Und die wechseln auch jahreszeitenmäßig. Das war jetzt hier oriental. Das roch auch sehr gut. Also die Fa-Duschgele kann ich auch sehr empfehlen. Das war's schon. Das war unser Aufgebrauch. Das war diesmal nicht ganz so viel. Wie schon am Anfang gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr das ein oder andere Produkt auch kennt, nutzt. Schreibt mir auch mal gerne über das Wild Deo, ob ihr das nutzt oder probiert habt. Denn ich bin da wirklich begeistert und finde es sehr gut und auch eine super gute Alternative. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, liked das Video, da würde ich mich sehr freuen. Und schaut auch gerne mal in alte Videos wieder rein. Ich denke, so aufgebraucht Videos ist total egal, wie alt die sind immer interessant. Die meisten Produkte, die gibt es ja auch immer eigentlich. Ich würde mich über jegliches Feedback von euch sehr freuen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!